Sie können es kaum erwarten. Aufgeregt fiebern diese Schlittenhunde den Strapazen entgegen, die ihnen nun 2 Wochen lang bevorstehen. Im französischen Morzine startet mit der Grande Odyssée eines der härtesten Schlittenhunderennen der Welt. Mehr als 1000 Kilometer Strecke durch die Alpen müssen dabei bewältigt werden. Dieses Rennen ist vor allem ein großartiger Wettkampf. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Hunde richtige Athleten sind, die jeden einzelnen Tag die Strecke von 2 Marathons rennen. Außerdem ist es ein Sport, der auf perfekter Harmonie zwischen Mensch, Natur und Tier basiert. Schlittenhunderennen sind ein außergewöhnlicher Sport. Nicht nur für die Hunde, sondern auch für die Mascher, wie die Hundeschlittenführer genannt werden, ist das Rennen durch die Alpen eine Herausforderung. Sie kämpfen nicht nur gegen die Uhr, sondern müssen auch selbst kräftig mithelfen. Bereits am 2. Wettkampftag wird die Odyssee auch für die Mascher zur Kraftprobe. Bislang sieht es gut aus, die Strecke ist in gutem Zustand. Doch wir müssen sehen, wie es an den Steigungen für die Hunde aussieht. Wir haben hier eine alpine Rennstrecke. Das sind nicht die optimalen Bedingungen, aber es wird schon klappen. Wir müssen aufpassen und auch mal einen Gang zurückschalten, um die Hunde nicht zu sehr zu strapazieren. Bislang sind die Hunde gut in Form. Ein Großteil der anspruchsvollen Strecke steht den Hunden und ihren Maschern noch bevor. Insgesamt 25.000 Meter Höhenunterschied müssen sie dabei bewältigen.